Ahoi, liebe Camper-Talk-Freunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt-Camper. Ja, das ist sehr gut. Wir haben viel geübt für dieses Video. Regelrechte Generalproben haben stattgefunden. Das ist irre, das war irre, ja. Hartes Brot mit euch hier, also so professionell. Wir reden uns das so schön. Wieso, weshalb, warum? Das weißt du ja auch, glaube ich dann auch. Wann geht's so richtig los mit diesem Camper-Talk? Nach dem Intro. Bevor wir natürlich mit diesem Video loslegen, ihr habt es gelesen, Camper Talk, warum Norwegen? Darum geht es ja, warum wir heute hier zusammensetzen. Deshalb hängt hier keine schottische Flagge. Ach, das ist die Norwegen. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, wir haben das alles schon mal ausgetestet und wir wissen jetzt wenigstens, so rum hängt sie richtig. Es ist sehr gemein, weil ihr würdet euch fragen, wieso redet der so einen Stuss? Also gut, das kennen, sind sie von uns, sind sie es ja gewohnt. Also bei euch jetzt weniger, oder? Ja, eigentlich, ich glaube, unsere Kanäle sind für Stuss. Also wer Stuss bei YouTube sucht, der findet uns. Was ich auf jeden Fall sagen wollte. Ihr seht, hier ist Schottland drauf. Und auch das werde ich nicht müde zu werden. Wenn ihr so einen geilen, was ist das, Jacke? Hoodie. Eine Hoodie-Jacke oder was auch immer. Auf ventertainmentshop.com. Ja. Wir haben es in der Beschreibung drin, also genau. In dem Video hier wird das eingeblendet irgendwo. Da seht ihr das. Also da kann ich das echt empfehlen. Richtig coole Klamotten. Und ich bereite mich auf Schottland vor. Völlig irritierend, weil wir eigentlich über Norwegen hier reden wollen. Aber dafür sind wir ja bekannt. Also noch irritierender, weil wir sitzen gerade in Bielefeld übrigens und reden über Norwegen. Also das ist schon sehr interessant, ja. Ey, da muss ich sagen, das ist doch verständlich. Wer in Bielefeld ist, der will nur nach Norwegen. Ja. Weil keiner will nach Bielefeld. Genau. Warum, gibt's weshalb, eigentlich nicht. Wieso wir in Bielefeld sind, das habt ihr auch vielleicht über eine Story schon gesehen. Jetzt geht es aber so richtig in medias res, wer ja immer Media ist. Drei Gründe, Nick. Warum Norwegen? Also, Norwegen ist ja schlichthin seit vielen Jahren das Camperziel Nummer 1. Und ich muss ehrlich gestehen, ich war jetzt nicht so derjenige, der gesagt hat, ja, Nummer 1 bei mir ist Norwegen. Ich war eher so in Süden orientiert. Italien, Spanien und was man nicht alles so macht oder Frankreich. Da waren wir auch überall. Aber Marco war ein brennender, leidenschaftlicher Norwegen-Fan. Der war vorher auf Kreuzfahrttour mit den Hurtigrouten und seitdem hat es ihn gepackt. Und Norwegen ist einfach für einen Camper das perfekte Land schlechthin. Man kann unglaublich viel freistehen an den Fjorden. Man erlebt unglaubliche Natur. Also ich kann das kaum wiedergeben. Ich spreche ständig in Superlativen. Ihr seht das in euren Videos. Wenn ihr da reinguckt, werdet ihr das so ein bisschen mitkriegen, was für ein Feeling man hat, wenn man da als Camper unterwegs ist. Tolle Leute, tolles Land. Man hat das ganze Jahr über, wirklich ist es ein tolles Reiseziel. Im Winter ist es spektakulär, mit den Nordlichtern, aber auch im Sommer. Also das waren jetzt 25 Gründe, glaube ich. Ne? Also, genau, es sollten drei Gründe werden. Okay. Also, ich habe verstanden, Marco? Ja, nein. Also jetzt mal ganz im Ernst, die Fjorde, dann Nordkap und Lofoten. Ich könnte jetzt aber auch sagen, Lofoten an sich ist ein Reiseziel, da muss man hin mit dem Camper. Nordkap sowieso, das muss man sich auf der Fahne geschrieben haben als Camper. Land und Leute könnte ich auch sagen. Also drei reichen nicht. Ich bin echt gespannt, ob er mir noch was übrig gelassen hat. Das Gemeine ist, in der Generalprobe lief das genau umgekehrt. Ah, okay, ja, jetzt weiß ich ja, was kommt. Ja, dementsprechend hat er sich vorbereitet. Das ist das Schlechte, wenn man Generalprobe macht. Was merkt man? Nie ein Video mit Proben machen, dann sind das ganze Futter schon weg. Jetzt gehen wir mal noch tiefer in die ganze Materie, denn wir müssen mal drüber sprechen, wann die perfekte Reisezeit ist und das tun wir einfach mal jetzt. Thema Reisezeit.
Jetzt könnte man sagen, also wir haben unterschiedliche Reisezeiten ausprobiert. Wir waren jetzt schon im Winter unterwegs, wir waren im Mai unterwegs, wir waren im Juli, August unterwegs. Ihr wart auch im Juli unterwegs? Ja, also Mitte Juni bis Juli, Ende Juli, ja. Also wir haben also wirklich alle Reisezeiten mal ausgetestet. Nur für euch haben wir aber eine von tausend von Kilometern ausgegeben. Nur um für euch zu sagen, was die perfekte Reise ist. Nur für uns. Für euch. Was denn nun? Für uns oder für euch? Ja, ja. Für euch. Die perfekte Reisezeit rauszusuchen. Und ich glaube, es ist einfach schwierig, da genau eine Antwort drauf zu geben. Also könnte ich jetzt auch nicht. Also ich bin sehr gespannt. Ihr wart ja im Winter schon da. Ihr habt ja tolle Bilder gerade jetzt. War das letztes Jahr, Ende letzten Jahres, im Dezember war das, ne? War er da? Dezember 23. Ja, da war er da. Kann ich echt sehr empfehlen. Guckt da mal rein. Da kriegt ihr einen echten Eindruck, was es eigentlich heißt, im Winter in Norwegen unterwegs zu sein. Wir waren jetzt im Sommer da, also knapp kurz vor der Hauptsaison, was ganz gut war, denn die Lofoten sind in der Hauptsaison im Sommer einfach schlichtweg voll. Das muss man wissen. Das Reiseziel ist für Camper natürlich das Reiseziel schlechthin. Und da wollen alle hin. Das kann man auch gut verstehen. Und wir hatten eine großartige Zeit. Das hatten wir aber auch wirklich viel Glück mit dem Wetter. Und ich muss dazu sagen, wir waren ziemlich lange da, 33 Tage. 35 sollten es werden. Also insgesamt waren wir, ich weiß gar nicht, wie lange wir in Norwegen waren. In Summe. Kommen wir ja in den nächsten Bereich rein, wie die Reisedauer. Ja. Also Reisezeit ist jetzt etwas, jetzt ist natürlich wie immer. Ich bin absolut nicht vorbereitet. Das Schlimme ist, jetzt ist es im Van. In der Generalprobe saßen wir im Van. Wenn ihr perfektes Wetter haben wollt, und ihr habt es vielleicht wirklich gesehen, auch bei den Videos von den Ventertainern, das war ja absolut Hammer. Im Juni, Juli, Traumwetter, 25 Grad, das ist man für Norwegen wirklich eigentlich nicht gewohnt. Wobei ich sagen muss, wir hatten im August 13 Grad Lofoten. Wenn da die Sonne scheint, sitzt du dann kurz aus dem T-Shirt. Ja. Also da brauchst du auch nicht 25 Grad. Aber es war so Hammer. Und deshalb müsst ihr einfach grundsätzlich so ein Ventertainment-Aufkleber haben. Nur mit dem kriegt man geiles Wetter im Sommer. Das ist überhaupt die Idee. Das ist doch die One-Million-Dollar-Idee. Also wunderbar. Danke dir dafür, Marcel. Geld gibt's nachher. Die Tantieme sind ja hier aufgezeichnet. Ne? Also, aber ganz im Ernst, was euch wirklich klar sein muss, wenn ihr nach Norwegen fahrt, ihr kriegt keine Wettergarantie zu keinem Zeitpunkt. Es kann auch passieren, dass ihr 5 Wochen da unten unterwegs seid und es regnet. Ja. Das ist halt Norwegen. Wir hatten wirklich verdammt viel Glück, dass es wochenlang durchgängig schönes Wetter war. Am Ende der Reise hatten wir tatsächlich dann auch ein paar Tage, wo es wirklich geschüttet hat, so sehr geschüttet hat, dass teilweise Straßen gesperrt waren. Das kam dann recht heftig runter. Das muss man einfach wissen. Also die Garantie gibt es nicht. Ja. Dazu kommen wir wirklich in den Thema Reiseroute. Das haben wir ja auf euren Kanal gedreht, die Information Reiseroute. Ja. Und da ist das Wetter definitiv auch nochmal ein Thema. Mehr, wie gesagt, Reisezeit. Das ganze Jahr ist Norwegen wirklich interessant. Definitiv, aber glaube nicht in der Hauptferiensaison, weil das, was du gesagt hast. Dann kannst du Lofoten, außer ihr mögt eins, es gibt ja Leute, die mögen Stau. Die fahren eigentlich nur im Urlaub, um Stau zu erleben. Lofoten. Dann hinter. In den Ferien. Da habt ihr die deutsche Armada, italienische Armada. Ihr werdet auch nichts verpassen, weil ihr könnt stundenlang nach links und rechts gucken auf den Lofoten, weil es geht nicht voran. Ja, genau. Also, das macht keinen Sinn. Das für euch. Jetzt Thema Reisedauer, darüber sprechen wir jetzt, weil auch das ist, glaube ich, gut zu wissen, wie viel Zeit man einplanen sollte, um dieses fantastische Land Norwegen zu sehen. Genauso lang, wie wir über Norwegen quatschen können, und noch viel länger muss die Reisedauer sein. Auch das absolut unterschiedlich. Ihr hattet, sage und schreibe, 35 Tage Zeit, euch Norwegen anzuschauen. Wir nicht. Wir hatten entsprechend maximal 3 Wochen oder halt auch nur 1 Woche. Das ist wirklich drauf, kommt drauf an, wie die Reiseroute ist. Ich glaube, das kann man nicht miteinander trennen. Reiseroute und Reisedauer gehören eigentlich zusammen. Was wir, glaube ich, beide nicht empfehlen würden, 1 Woche Norwegen und dann heißt es von unten Kristiansand nach Nordkap. Nein, das geht nicht. Also nochmal, flächenmäßig ist Norwegen größer als Deutschland und die Strecke
vom Süden bis nach Flensburg in Deutschland sind ungefähr 1000 Kilometer. In Norwegen sind es 2500. Also damit man eine Vorstellung kriegt, wer wirklich sich mit Norwegen noch gar nicht beschäftigt hat, da braucht man Fahrzeit ohne Ende. Und das artet ganz schnell in Stress aus, wenn man zu wenig Zeit hat. Genau, also eine Woche lang, das würde bedeuten, ihr zieht 3 Tage durch, würde ich nur durchfahren, ihr seht nichts vom Land. Ja. Dann steht ihr am Nordkap, so schön das Nordkap ist, aber auch das ist wetterabhängig, so schwierig. Ja. Das heißt, ihr sitzt da, habt wahrscheinlich nur Wind, schlechten Regen, ihr habt also überhaupt keinen Spaß davon, weil ihr könnt auch nicht in diesen Shop dann reingehen, weil das kostet ja Eintritt, was so wahnsinnig, du willst einen Shop und du musst Eintritt dafür bezahlen. Das lohnt sich nicht. Also nehmt euch wirklich Zeit. Wenn ihr Land und Leute kennenlernen wollt, mindestens 3 Wochen ist so eine ideale Zeit eigentlich, um einen Teil davon zu sehen. Oder man macht es über die Reisenrouten, dass man das unterschiedlich macht, weil wir waren ja nur unten im Süden für 1,5 Wochen, um einfach mal zu erkennen, lohnt sich das so Winterurlaub in Norwegen zu machen, bevor man nach ganz oben fährt, wo wir minus 35 Grad etc. hatten. Nein, unten dann ist 1,5 Wochen ganz gut, wenn man natürlich, wie wir kommen aus dem Norden, wir haben es jetzt nicht so weit. Wenn ich jetzt überlege, wir würden in Bodenseeregion oder wie deine Schwiegereltern. Ja, die an der Schweizer Grenze in Lörrach. Das ist schon mal ein anderer Schnack. Das sind 700, 800 Kilometer mehr, ja. Naja, du hast gerade gesagt, das sind so 1000 Kilometer von da unten nach da oben. Ja. Also das muss man natürlich gucken, von wo man kommt. Wir aus Norddeutschland haben es halt nicht so weit. Aber selbst dann, 1,5 Wochen, kann man den Süden schön angucken. Wenn du Lofoten, mindestens 3 Wochen. Ja. Das würde ich unterschreiben. Alles andere, da verpasst ihr zu viele Sachen und es ist nun mal so extrem schön. Wir werden das Thema Hotspots oder beziehungsweise Hotspots haben wir bei euch ja besprochen, Thema Reiseroute, was es da für Hotspots alles gibt. Ich glaube, wenn wir die alle aufzählen würden, dann sitzen wir morgen immer noch hier und dann ist es eine ganze Serie geworden. Vielleicht müsste man überlegen, Podcasts darüber zu machen, der Norwegen-Podcast. Aber wir können nicht bis morgen sitzen. Wir treffen heute Abend nämlich noch Mary Rose. Das geht nicht. Ich hab ein Date. Ich habe gehört, dass du auch Nutten triffst. Und Koks. Koks. Aber keine Erdbeeren. Scheiß auf die Erdbeeren. Ja. So sieht das aus. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Ja. Haben wir noch irgendwas? Ich muss natürlich gucken. Ja. Also Reisezeit sehe ich gerade. Also noch ein Satz dazu, wenn du mir erlaubst. Nochmal, wir waren ja so lange unterwegs. Das geht natürlich auch nicht jedes Jahr für uns. Das hat ja auch finanzielle Aspekte. Da kommen wir aber auch später nochmal drauf. Und selbst wir haben den kompletten Süden von Norwegen überhaupt gar nicht gesehen. Wir sind bei der Atlantikstraße dann irgendwie Richtung Osten gefahren, um dann wieder nach Hause zu fahren über Schweden, Dänemark. Weil dann irgendwann die Zeit zu Ende war. Also den Süden, der ist für uns noch, das ist ein blinder Fleck auf der Landkarte. Also damit ihr ein Gefühl für kriegt. Und ich empfehle euch natürlich die 41, 42 Videos über Norwegen auf dem Kanal Kreuzfahrtcamper und unsere Reihe da aus dem letzten Jahr. Guckt euch das an. Da könnt ihr auch gezielt die Orte einzeln angucken. Also sie sind immer oben verlinkt. In der Generalprobe habe ich einen Denkfehler gehabt, den werde ich jetzt nicht wiederholen. Deshalb oben in den hier irgendwo in den Videobeschreibung, glaube ich hier über Nick. Da seht ihr auf jeden Fall immer mal wieder einen Link. Ja. Der Rettungszuschauer, der zum Friedhof fliegt. Der kommt noch. Nee, auf jeden Fall, da sind das nochmal die Videos verlinkt, definitiv. Und wie gesagt, Wetter, ja, das kommt halt einfach drauf an, Reisezeit. Richtig, ihr wart jetzt die Ausnahme, also ihr braucht den Aufkleber vom Winterthema, dann habt ihr auch im Juli schönes Wetter. Sonst ist der Mai wohl ein sehr gutes Reisewetterzeit, weil der Regen nicht da ist. Da würden wir euch immer empfehlen, Wikipedia, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist so ein kleines Online-Taschenbuch, wo man mal was nachlesen kann. Gibt da mal Norwegen und dann das Klima an. Da hat schon Hand und Fuß, was da dran steht. Ja. Gerade was so Regen angeht, kann man Pech haben, wenn man zu stark im August ist, regentechnisch, dass ihr einfach gar nichts mehr davon habt. Ja. Reisezeit, Reisedauer. Wenn man lange unterwegs ist, dann muss man irgendwo Geld sparen. Und deshalb, glaube ich, gucken wir jetzt mal auf die Ersparnisse. Money, Money, Money ist, glaube ich, überall ein Thema. Außer vielleicht bei Elon Musk. Aber bei jedem normalen Camper ist das ein Thema. Und man glaubt es kaum, wenn man nach Norwegen fährt, kann man bares Geld sparen. Ganz genau. Und den wichtigen Hinweis habt ihr schon gemacht mit den Fähren und der App. Da musst du ein bisschen was drüber erzählen. Also wir haben erstmal nachgeguckt, ob das noch gibt. Und da, glaube ich, habe ich schon das Feedback bekommen,
Da unterstützt du zu 1000% nordlandblog.de. Ja, auf jeden Fall. Absolut coole Seite, wichtige Informationen. Und auch dort gibt es die aktuellen Informationen zu Rabatte etc. Ist in der Videobeschreibung auf jeden Fall in beiden Videos verlinkt, weil das ist wirklich, da liest ihr alles auf einen Blick. Theoretisch bräuchtet ihr die Videos nicht gucken. Das müssen wir rausschneiden. Das müssen wir rausschneiden, weil das macht ja keinen Sinn für uns. Ja, aber sonst Nordlandblog wirklich gut. Und da liest man das. Also ihr könnt, wenn ihr über Ferrypass, nee, autopassferie.com oder NO wird das sein. Autopassferie NO, das ist der Link. Da einfach mal raufgehen, registriert euch, überweist da auch 3000 norwegische Kronen und auf einmal kriegt ihr Rabatte. Ist ein Prepaid-System, mit dem ihr 50% auf Fähren sparen könnt und das lohnt sich. Wenn ihr unter 3,5 Tonnen seid, ihr braucht theoretisch keine Mautbox. Stimmt. Ist dann nicht notwendig und ihr fahrt einfach auf die Fähre drauf und ihr spart bares Geld. Wir haben es mal ausgetestet. Wir waren 2019 mit dem Bulli unterwegs. Und der ist nun wesentlich kleiner als so ein Wohnmobil. Und 2022 mit zwei Wohnmobils, ein 640er, ein 670er und ein 6 Meter Fahrzeug. Wir haben mit zwei Fahrzeugen weniger Maut bezahlt, also Fährenmaut, als mit einem Bulli. Ja. Also so viel Geld kann man damit sparen, wenn man diese Prepaid-Sache macht. Und man kann auch bei Brücken sparen. Also wenn man, je nachdem, welche Reiseroute man ja macht, gibt es ja verschiedene. Einmal halt über die Fähre von Kristiansand nach Hürthals, beziehungsweise umgekehrt. Da gibt es kaum Rabatte, also da gibt es auch keine Angebote. Da muss man einfach Glück haben, entweder bei Fjordland oder bei Color Line, diese beiden Marken. Oder man kann halt über Rostock fahren, Trelleborg gibt es eine Möglichkeit, oder halt über die Brücken. Und wenn man über die Brücken Dänemark fährt, auch da kann man richtig gut Geld sparen. Und das ist alles einfach mal in der Videobeschreibung hinterlegt. Nordlandblog hat das so toll ausgeschrieben, dass ich jetzt gar nicht das Interesse hätte, euch das ins Haarkleine zu erläutern, weil das da macht steht auch keinen Sinn. Muss man auch noch mal gezielt nachlesen, je nachdem, wie ihr fahren wollt. Ja. Also das macht schon Sinn. Also herzliche Grüße an die Macher von Nordlandblog. Ihr macht das großartig. Es ist sehr wertvoll, was die da veröffentlichen. Und gerade sie aktualisieren das wirklich von Jahr zu Jahr zu Jahr, weil wenn immer, sich da was ändert, ist es. Wie zum Beispiel eine dumme Wolke, die gerade hier unsere Sonne wegnimmt. Ja, das schneiden wir raus. Das ist ja unfassbar. Ich bin gespannt, wie du das aus diesem Video rausschneidest. Hauptsache, die Flagge weht hier nicht weg. Nein, nein, das hält. Du musst mal ein bisschen optimistischer sein. Ein Thema noch zum Sparen. Wenn das mit den Fähren und den Brücken, das hast du jetzt schon erwähnt. Die Frage ist ja mit den Kosten, Lebensmittelkosten und Preisen und Alkohol ist ja alles teuer. Wissen wir alles, ist in Norwegen, das haben wir x-mal schon besprochen, in unseren Videos, in euren Videos. Steht da drin, es gibt die Zoll-App, die ist auf Englisch. Da könnt ihr das, was ihr mit einführen wollt, gerade insbesondere mit dem Alkohol, macht es unglaublich viel Sinn, das anzugeben. Dann kann man das nachverzollen. Das ist unter Umständen dann noch günstiger, als in Norwegen zu kaufen. Weil Alkohol, klar, ist sehr teuer da. Und Lebensmittel sind eh teuer. Ja, das würde ich jetzt gerade widersprechen. Okay. Sondern immer sagen, in Deutschland, auch wenn das vielleicht Shitstorm jetzt hier bedeutet, in Deutschland waren die Lebensmittelkosten einfach zu gering. So rum ist es richtiger. Norwegen hat vernünftige Lebensmittelpreise gehabt und von der Qualität weitaus besser. Und wenn ihr da sparen wollt, geht halt nicht im Coop oder in so ein Extra oder einen Sparmarkt, sondern Kiwi oder halt Rema 1000. Ja. Das sind so die klassischen Discounter und da ist es halt günstiger als in den anderen Läden. Also wenn ihr da noch was sparen wollt, wobei viel sparen bei den Lebensmitteln kann man nicht, sollte man auch nicht. Und es ist auch immer gut, nehmt nicht so viele Lebensmittel selber mit aus Deutschland, sondern kauft da ruhig ein. Ihr könnt da theoretisch in der Pampe auf den Sonntag einkaufen. Kann. Nicht unbedingt muss, kann aber passieren. Und dann macht er auf jeden Fall alles richtig da. Ja, es sei denn, ihr mögt Fisch. Fisch ist definitiv günstiger in Norwegen, klar, weil da gibt es ja Fisch an jeder Ecke und Kante. Und alle Fisch ohne Ende. Ohne Ende. Und ihr habt die Videos ja dann bestimmt bei uns gesehen. Selbst ich esse da den Fisch. Also das muss schon was bedeuten. Das will schon was heißen. Ja, wenn ich da Fisch esse. Gut, dann haben wir für uns Reisezeit, Reisedauer, Ersparnisse. Die drei Punkte haben wir abgefrühstückt. Thema Reiseroute, Reisekosten. Das ist auch sehr unterschiedlich. Und natürlich Hund.
haben wir alles bei euch auf dem Kanal abgefrühstückt. Deshalb lohnt sich das auf jeden Fall, auch das Video bei euch zu schauen auf Ventertainment. Kommt ja hoffentlich zeitgleich die Videos, also wir sind sehr gespannt. Also wir versuchen es zeitnah abzusprechen, dass das so zu kommen, dass ihr theoretisch den einen Teil da gucken könnt, dann könnt ihr sofort da. Und wenn ihr bei euch guckt, also es geht nur zusammen. Die wichtigen Informationen, wenn ihr jetzt nur unser Video guckt, dann verpasst ihr sehr wichtige Informationen. Tut mir leid, ihr müsst wirklich so beide Videos gucken. Ne? Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ja. Aber wir haben hier eine Harmonie-Line, wir sind einfach harmonisch zueinander. Deshalb muss man beides sehen. Genau. Noch irgendetwas, was du in diesem Video zum Thema Norwegen sagen möchtest? Hinfahren, 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 hinfahren. Wenn ihr die Möglichkeit habt, hinfahren. Und vorher alle Videos angucken. Gut, das sind jetzt dann insgesamt wie viele Videos? 80, 90 Videos. Aber da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, oder? Ja, ihr fahrt ja zur perfekten Zeit. Also jetzt gerade ja noch nicht. Also ihr habt eigentlich noch genug Zeit, die Videos zu schauen. Deswegen machen wir das Ganze ja jetzt. Ja, und dann macht ihr auch keine Fehler. Genau. In diesem Sinne bleibt ihr natürlich uns gewogen, bleibt gesund, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, könnt bei PayPal was spenden oder auch nicht. Spenden? Das geht auch? Das geht auch. Das musst du mir gleich nochmal erklären, wie das geht. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Sagst du auch noch Tschüss? Ja, tschüss. 1 Abo abschließt über 28 Jahre, 499 Euro pro Monat, könnt ihr die Szenen sehen, ob sich das lohnt. So, soll ich jetzt mal stoppen und nochmal neu? Nein. Wir schneiden nichts, oder wie war das? Warte mal, ich schneide nichts. Ja, das kann ich. Thank you.